Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück zu Dead Island Definitive Edition zusammen mit Marco. Hallo, willkommen hier zurück. Und auch gerade live auf Twitch. Und hier, passend zu der Folge ist unser Auto fertig. Damit können wir jetzt ein bisschen rumdüsen. Und wir haben noch so ein paar Aufgaben, die wir hier erledigen müssen und annehmen müssen. Hier oben ist zum Beispiel eine. Soll ich einfach mal mit dem reden? Mhm. Er hat einen Molotow für uns, und dann reden wir mal. Vacation, huh? I can help you out though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Torch them, they burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. Marco fährt weg. You bring me a couple and I can make you a few cocktails. If you catch my drift. Man hört halt voll laut das Tor. Okay, wir können das auf jeden Fall annehmen. I'm up for. Good. Komm zurück. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. Ah ja, sollte ich mal auf der Straße parken. Der braucht Alkohol, das kann ich ihm doch direkt geben, oder? Ich hab doch immer Alkohol hier. Ich glaube ja. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Und nochmal. Good. I'm gonna need some empty whiskey. Achso, der macht uns Molotovs. Das ist, glaube ich, unendlich. Ich mach's zwar nochmal, aber. Oh Scheiße, ich hab keinen Alkohol mehr. Marco, hast du noch Alkohol? Ja. Dann stelle ich auch mal ein paar. Ey, Molotovs. Der macht das. Der macht also das. Ja, ich, du sollst ihm den Alkohol geben. Ja, aber ja, ich lass will herstellen. So, jetzt. Achso, ja. Ach, hier kommt man nicht rein. Hier kommt man nicht rein. Okay. Dann holen wir mal. Kann man hier wieder alles einsammeln, oder? Ja, ja. Aber Leben hast du ja zum Beispiel voll. Und ich rede mal mit der hier. This is it. Oh, thank you so much. Here's the reward I promised. Thank you. Aufstieg. Quest abgeschlossen, mein Schatz. Oh, Stufe 5, nehme ich mir. Mein Schatz. Oh. Warum nehmen wir den Leuten eigentlich Geld weg? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil wir mit Geld Sachen kaufen können. Zum Beispiel Cola. Okay, ich komme auf die Karte. Aber warum kassieren wir das Geld ein von den anderen? Ja, weil wir denen helfen. Okay. Suche Maggie. Achso, fortlaufende Ereignisse ist das. Das geht unendlich lang. Wir sollen zum Leuchtturm und einen Signalverstärker holen. Wo hast du denn das Auto gelassen, Marco? Immer machst du hier Sachen. Kommst du? Was? Sie spielen Solo, ihr letzter Kontrollpunkt aus dem Einzelspielermodus wird geladen. Ja, du hast die Verbindung verloren. Ich habe nichts gemacht. Was soll das? Moment, ich lade dich nochmal ein. So, Einladung ist da. Was war's? Shift F2. Ja. So, ich fahr mal zurück. Nö, da geht gar nichts mit Shift F2. Wieso? Shift Tab. Ah, Shift Tab. Ja. Wieso hatten mir Felix gerade LOL geschrieben? Hab ich gerade den Felix eingeladen? Nee. Also, jetzt habe ich eine Einladung. Ich glaube, ich habe den Felix eingeladen. LOL. Ja. Hatte das auch, oder wie? Nee, ich glaube nicht. Fahr schon mal zurück den Wagen, dann findest du den direkt. Nee, ja. Ich hau ab. Ah, komm schon. Rein hier. Das war schon komisch. Sie spielen Einzelspieler. Was? Ach, da vorne bist du. Ich fahr dich um. Geht nicht. Komm. So. Oh. Kamerasteuerung ist ein bisschen schwierig. Oh Gott. Eieiei. Sehr gut. Yeah, Mann. Uiuiui, wir gehen voll ab, Mann. Tot. Wir gehen ab. Nichts hält uns am Boden. Oh ja. Zombies. Weg, weg hier. Oh. Und noch einer. Komm her. Fang mal bitte in den Kopf, ja? Den müssen wir sammeln. Habe ich. Den wollte ich noch mitholen.
Oh, es gibt Roadkill-Erfolge. Die mache ich schnell voll, das sage ich jetzt schon. Oh, Mann. Lenkung ist dann, sagt der und fuhr gegen die Leitplanke. Die Lenkung ist teilweise echt schwierig. Mach die Tür auf. So. Wir sollen hier den Signalverstärker holen, hier drin. Mach's Loch auf, Alter. Oh. Hier muss der sein. Okay, hier ist ein Typ. What the fuck? Hat die Bauchweh? Wir müssen mit James reden. Also James ist hier hinten der. Hä? Welcher ist denn James? Ich soll vielleicht nicht mit dem Hackerball hier so rumrennen und James suchen, aber... Das ist James. Das ist James. Nee, hey, das ist Xavier. Javier. Javier ist das. Oh, 2391. Hä? Warte mal. Need? Net. Oder Net. Monika. Mick. Let's see what we got. Fick. Ah, hier ist er doch. Siehst du? Ja, da ist das. Maggie? Das ist Maggie. Ich weiß. Dave, da kommen wir nicht hin. So, ein nee. Mist. Müssen wir irgendwo hoch? Ich glaube, es ging noch irgendwo hoch, wenn ich mich nicht täusche. Nein! Oh. Was ist denn mit dir los? Ich habe die Waffe ausgetauscht. Das ist doch nicht schlimm. Doch. Nein. Eine schlechtere Waffe. Das ist schlimm. Geht's hier irgendwo hoch? Ich bin so ein Depp. Wo ist denn der jetzt Typ? Jetzt kommt's, das wissen wir schon lang. Marco, sowas würde ich nie sagen. Wie heißt der? Hey, jetzt red... Ach, nee. James. Doch, ja, da war gerade ein James, der... Hier, der wie bist ist du denn da? Warte mal, bleib mal stehen. Wie bist du denn da hingekommen? Da ist eine Türe. Na warte, mach mal nichts. Doch. Ich nein. Geh wieder zurück, es ist diese nein. Türe. Nein. Da oh, ich hab die Tür gefunden. Oben. Ich wusste doch, hier geht's hoch. Also, jetzt können wir mit dem reden. Hallo James. Hallo. Kommst du? Ja, sprich mit ihm. Und du musst hier rein. So. I'm approaching the location where I'm to meet my informant. I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. Schlag ihn nicht. Mr. Anomo? Beine werfen. Hello, anyone here? Was machst du? Klopfen an der Himmelstür. Hilft den mach, Leuten ja, nimm den an. Leuchtturm. Nimm einfach an. Wir nehmen alle an. Hä, hey, seit wann bin ich jetzt der Host? Nein, bist du ja nicht. Du hast nur mit dem geredet. Dann annehmen? Weil du mit dem so. Geredet hast. Achso, das ist in der Aufnahme. Ich dachte, what the fuck? Unlike Cinnamoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that the help's on its way. We're more proactive, you know? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. Okay. You interested in a little salvage work? I'ma try. Good. And when help finally does get here, and we get their attention, I guarantee a first ein Platz im Hubschrauber. Okay, gehen wir raus. Das kann man wirklich zu viert spielen, oder? Ja. Das ist ja krass. Warum sollte das nicht gehen? Marco! Keine Ahnung, ich habe wirklich nur gedacht, das wäre vielleicht höchstens Koop, aber dass es zu viert geht. Hey, zu viert krass. Ist Koop. Ich bitte dich, Marco. Nein, nein, ich meine dann bitte halt dich. Diesen Koop mit nur zwei Leuten. Was sagt denn das hier? Oh. Du musst fahren. Ich mach grad Quests auswählen. Achso. Okay. Dies hört sich genauso an.
Ist noch kein Motor. Naja. Zombies! Oh, nicht erwischt. Gibt's nicht. Ach, das ist gar kein Zombie-Spiel. Das ist Mario Kart. Siehst du, machen wir doch Mario Kart. Ui. Ey, das war ein Koffer. Ich bitte dich, Spiel. Zombie! Hallo! Volltreffer! Hallo! Och Mann! Lalala, lalala. Alter! Lalala. Hallo, hallo, kurze Umfrage. Ich? Wie kommst du denn darauf? Worauf? Auf die kurze Umfrage und dann klopp, klopp. Ja, warum nicht? Ach, hier sollen wir was sammeln. Okay, ist alles safe. Sehr gut. Ich bin tot. Safe. Das würde mich nicht wundern bei dir. Kriegen wir den jetzt auf? Nee. Immer noch nicht. Wie kriegen wir das denn? Gar nicht mehr. Nie wieder. Bring die Tasche zu Jack. Jack, kommst du? Nein, jetzt steig ein. Mal. Nein, das geht Fahr nicht. Mal. Das haben wir schon ausprobiert. Steig ein. Er stand rein, du. Guck mal, jetzt komm ich wieder mit dem Gürtel. Oh. Lalala. Bisschen eng hier. Ja. Würde ich in echt aber auch fahren. Einfach ran. Ich spüre es. Oh Mann. Manchmal funktioniert die Lenkung nicht so ganz. Jetzt kommt der weise Spruch. Bedenke, das Spiel war aus dem Jahre 2011. Denk dran, das Spiel war... Siehst du, ist was anderes. Ach, es gibt keine Handbremse. Oh, neues Auto, dann können wir ja mit ja hier. Geht nicht. Doch, ich bin noch hier. Oh, ich hab das Auto weggestoßen mit der Tür. Und hab Leben verloren. Passt. Hier sieht so leer aus. Achso, wir müssen hier runter. Follow me. Toll. Jetzt schaff ich's. Ah, da. You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved Anne's. Thank you. Ja, eine Tasche voller Leben. Oh, warte, der hat doch noch einen Reward für uns. Reward. Die Musik ist voll traurig irgendwie. Ja, ist ja auch ein Zombie-Spiel. Also da die Musiken... Traurig. So, wir können los. Eine wunderschöne Sicht. Blöd. Kommst du? Hey, jetzt habe ich doch das Hackbeil ausgewählt. Ja, weil ich das fallen lassen habe. Jetzt ist es weg. Oder? Was ist das? Ach. Da. Ein Hahnfuß, oder wie okay. Das Ding heißt. Kommst du? Ich fahr los. Ich bin unterwegs. Du bist ein Hahnfuß, du. Ne, das Ding heißt, glaube ich, echt so. Oder halt auf Deutsch Brecheisen. Brechstange. Die habe ich auch fallen lassen. Guck mal, da sammelt mein ganzen Müll. Ha. Ja, bei mir war es nicht Müll. Überall bloß. Oh. Hallo, Zombie, kurz Umfrage. Wann hast du eine goldene Uhr? Weil ich hier der Rapper bin. Wir haben immer goldene Sachen. Das stimmt. Yeah. Uhu. Ach, hier müssen wir gar nicht rein. Oh, und go. Das war schon geil damals, dass man hier Auto fahren konnte. Also so ein bisschen. Dass man das auch damals zu viert spielen konnte, das war ja ein Highlight. Hä? Jedes zweite Spiel war damals so, Marco. So ein Quatsch. Das war ich so. Das nein, ist mittlerweile voll wenig geworden mit Koop-Spielen. Nein, das hat jetzt mit Ghost Recon Wildlands angefangen. Seitdemher kann man ja fast alles Koop spielen. Nein. Auch. Damals war jedes zweite Spiel Koop, auch Halo und alles möglich. Das heißt, kannst du genauso zocken. Ja, aber Crysis war nicht Koop. GTA ja, war, Vice City war nicht Koop. Ja, San Andreas. GTA 5 ist auch nicht Koop. Das sind alles Einzelspielerspiele, die du hier gerade nennst. Marco! Ja gut, aber da konntest du dann auch im... Nein, das ist nur bei GTA 5 mit online. Guck mal, GTA 5... San Andreas, da war auch noch nichts mit Multiplayer.
Ja, gut, hast du natürlich recht. Weil, mit wem zocke ich denn hier? Ich suche mir jetzt einen anderen. Tschüss. Aber halt, Far Cry. Das war nicht cool. Ja, das ist ja auch ein Einzelspielerspiel. Nein. Doch, das war ein Einzelspielerspiel. Seit 5 nicht mehr. Hä? 4 konntest du auch schon Koop spielen. Echt? Und in 3 gab es eine extra Koop-Kampagne. Ja, ein paar Missionen. Nee, 4 konntest du komplett Koop spielen. Okay. Soweit ich weiß. Bin mir nicht mehr sicher, aber es war ja auch immer ein Einzelspielerspiel. Ich habe gedacht, nur einen begrenzten Teil wäre. Ansonsten hätte ich das nämlich mal gerne mit Felix gespielt. Weiß nicht mehr. Ja, ist auch nicht so wichtig. Lass uns nicht streiten. Marco, alles deine Schuld. Ich bekenne mich schuldig. Hey, du weißt, dass das keine Streits sind. Es sind nur Meinungsverschiedenheiten. Es sind nur lustige Diskussionen. Weil ich weiß, ich habe recht und du nicht. Ist ja auch meistens so. Nee, aber es war wirklich echt so. Also es finde ich schade, dass das nicht mehr so ist. Sie bauen mehr auf Multiplayer im Internet-Sinne und nicht auf Couch-Coop. Ach ja, hier ist schön. Komm, wir gehen zur Bar. Auf jeden Fall kenne ich kein cooles Spiel von damals, wo ich sagen konnte, ja, da kann man die komplette Kampagne zu zweit zocken. Guck dir alle Halo-Teile an, alle. Ja, das habe ich noch nie gespielt. Das ist ein geiles Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Hallo zusammen. Worum geht's eigentlich in Halo? Erzähl mal Aliens. Ein bisschen. Aliens. Auch. Die Welt angreifen. Und es gibt so einen Master Chief, das ist halt so ein Supersoldat, so ein, glaube ich, Gezüchteter. Die halt die, für die Menschen eingesetzt werden gegen die Aliens. Und du spielst halt einen von diesem. Du spielst halt einen Held. Ah, ja. Das ist klassisch. Und das kommt alles auf PC, das können wir alles zocken. Ich hab Halo Reach damals bestimmt 18 Mal durchgespielt oder so. Ui, das ist krass. Das ist halt Couch-Coop gewesen, aber richtig gut. Und Multiplayer habe ich auch noch gezockt. Kann es sein, dass die Zombies hier richtig mächtig sind? Nee, warum? Die sind doch tot. Das ist, weil du meinen Müll sammelst. Nee, Quatsch. Ja, die sind hier ein bisschen stärker. Guck hier, der steht auch gleich wieder auf. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Komm jetzt direkt den Dropkick aus Dying Light. Stimmt, man kann ja auch treten. Lalalala. Oh, du leckst ein bisschen. Oh, ich hoffe nicht lange. Oh, tot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Nachdem ich ihn angepupst habe. Was? Ja. So, das war der Kopf. Oh, die kommen da hier kommen auf den Wasser. Nochmal. Geh wieder zurück. Da ist doch schön drin. Oh, da hört man richtig, wie die ertrinken, so. Das ganze Gurgelgeräusch. Nee, das war ich. Nee, war doch nicht. Das war ich nicht. Das war dann nicht. Haben Zombies Let's Telefone. Mit dem die anrufen können. Ey, wieso? Ach so, hier ist... Ach genau, das war ja so ein komischer Weg. Voll versperrt. Was ist das denn da? Du musst auf der Minimap gucken, wie du gehen musst, ne? Was ist das Blaue? Wie das Blaue? Da ist was Blaues auf dem Boden. Hä? Eingabetaste. Ach, da muss man Kisten hinstellen, dass man rüberklettern kann, oder? Möglich. Ich bin aber schon da. Oh, da ist ein Mensch. Ah, das ist eine Basis. Hier ist Musik. Oh, yeah. Oh, nochmal ein Telefon. Ja, nice. Telefon. Oh. Da hinter dem Ding. Ja, dann lass mich mal rein. Wo? Genau da, wo du jetzt hinguckst, hier. Ach, das für uns beide gesammelt. Sieht so aus in dem Fall. Dann komm. Everything is I need more champagne. Ach, die Champagner. Champagne. Can you find some for me? You find me Svetlana. And I'll give you whatever. Sag mal, Marco. Ich hab dir doch gesagt, du hast das nur deswegen gekauft. Das stimmt doch gar. Ja doch, wegen ihr schon. Die sieht gut aus. Okay, baby, we're going to party. Now find me some champagne. And not the cheap shit.
Ja. I need champagne. Stop spinning. So. Die ist doch dumm mit ihrem Champagner. Ja. Max sent you to find me? I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell, and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her. Heiland, zack. Believe me, it's for the best. Okay. Marco interessiert sich halt gar nicht für die Story gefühlt. Also für die Stories. Doch, doch. Du rennst immer hier rum und rennst weg, Marco. Ich mach die Tür zu. Stimmt doch gar nicht. Lass dich alleine in dem Bunker. Oh. Drogen. Alter, ich hab Drogen eingesammelt. Ja, siehst du, bist du... Drogen bauen. Schade, ich wollte die Kisten schnell dahin schmeißen, dass du nicht mehr hier rüberkommst. Aber ich glaube, ich wäre auch ohne rübergekommen. Ne, nie wieder. Okay, kommst du? Bin unterwegs. Was ist denn da? Cardio. Achso, laufen. Was? Oh, scheiße, das ist ein großer. Das macht ja nix. Das ist kein Fass in der Nähe. Arme ab erstmal. Erstmal die Arme ab. Kümmere dich um den anderen Arm. Da ist schon keiner mehr, Marco. Hau den weg, hau den weg. Oh, ich habe keine Energie mehr. Jetzt ist er weg. Ne, er ist noch dran. Oh. Ah, tatsächlich. Jetzt ist er weg, aber der beißt, du musst aufpassen. Ja, ja, der. Oder Kopfnuss oder was der macht. Au. Oh. Ey, ey, ey. Für deinen Kopf. So, ich habe ihn weggetreten. Mann, der hat nicht mal Loot. Die blöde Sau. Ja, das hast du davon, du. Yeah, 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 dancing. Woo! Muss ich heilen, glaube ich. Die ist voll bedrückend, diese Musik. Nochmal ein Zombie, aber ich glaube, der ist klein. Ne. Der ist 1,80 ungefähr. Alter. Ich sollte die Medizin nehmen. Ich glaube, meine Waffe ist kaputt. Oh. Warte mal kurz. Okay, ich muss mal ganz kurz was machen. Da ist gerade wieder das Problem gekommen. Ganz kurz. Mit dem Jan? Ja. Das ist aber eine Sache, die ich Gott sei Dank so fixen kann. Also in der Aufnahme. Halleluja. Ohne neu zu starten. Das war nämlich ein Abfuck. Jetzt geht's wieder. Weißt du, wie ich das fixe? Jetzt kommt's. Ich habe ja Delay, ne? Und da packe ich einfach Delay von 2 Sekunden nochmal drauf in OBS, nehme den wieder raus und dann geht's. Krass, okay. Ne? Krass. Du bekämpfst also ein Delay mit einem Delay. Ja. Feuer mit Feuerlöchern. Wieso schickt er uns hier? Egal, ich laufe wieder. Aber ich werde sowieso bald neu verkabeln und dann läuft das alles auch. Dann habe ich das Problem nicht mehr, dass das über einen HDMI-Splitter geht. Wo Nvidia halt selber sagt, das ist nicht so gut. Hm. Es sei denn, der Splitter ist von Nvidia, dann ist es wieder gut. Die machen keine. Sonst hätte ich mir einen geholt. Sonst hätte ich mir einen geholt, Mann. Maybe there's something in here. Aber dann wäre das auch abgepasst. Das ist ein Messer, du willst doch immer ein Messer haben. Und du trinkst eine Cola. Oh. Nee. Was hast du gesagt? Trink eine Cola oder ich brauche dringend eine Cola? Trink eine Cola. Okay, dann ist richtig. Oh, ein halber Zombie und ein Dicker. Ein halber und ein Dicker. Ja. Immer auf die Arme, immer erst auf die Arme. Ich zieh dem halt nichts, ne? Das macht dem echt nichts. What the fuck? Bist du down? Nein, aber fast. Ich lock den mal her. Was sagt denn die Haltbarkeit? Oh, scheiße. Oh, jetzt hat er mich auch erwischt. Ah, kacke. Das ist gut, mein Freund.
Zack. Sammel sie ein, ich halte den auf. Ohne Sichel. Du hast sie doch gerade geworfen, das ist deine. Nein, Dings habe ich geworfen. Jetzt sind die oder ein Arm ist ab. Warte mal, hier ist doch bestimmt ein Fass. Oder sollen wir auf den scheißen? Nee, den machen wir schon noch. Zweiter Arm ist auch ab. Ah, fertig. Passen. Gut. Gut, 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 gut. Hallo, wissen Sie, wo es hier zum Bahnhof geht? Hey, nicht so aggressiv. Das muss ich mich leider hier mit der Sichel wehren. Oh, wow. Jetzt ist er tot. So, ich brauche was zu trinken. Das war's. Weißt du eigentlich noch, warum die hier alle zu Zombies werden? Nee. Hm. Weiß aber auch nicht, ob das hier aufgedeckt worden ist im Spiel. Okay, lass uns laufen. Schnell. Ich brauche aber mein Auto. Ey Mann, wo ist mein Auto? Können Sie mir sagen, wo mein Auto ist? Ich glaube nicht mehr. Tot. Brauchst auch was zum Heilen. Ach, was soll's. Nee, ich habe noch ein Medikit. Ich hab mir jetzt was reingepfiffen. Marco, du hast eine Schlange, pass auf. Egal. Nee, Quatsch. Ich habe keine Angst mehr. Spring rauf. Auf den Sitz. Ich find's voll verwirrend, dass man da auf der rechten Seite sitzen muss, um zu fahren. Ja, es ist am Anfang auch immer verwirrend gewesen, damals. 2011. Als ich noch jung war. Yeah, Mann. Das ist alles geplant, weil guck, jetzt fährt er, rennt er nämlich vor uns und dann können wir nämlich den mitnehmen. Das ist sehr gut. Hallo. Ist das ein anderes Auto von uns? Nee. Nee. Ah. Oh, jetzt hast du mich echt angefahren. So, ich park mal. Oh, ich kann nicht auf dem Boot parken. Schade. Oh, der hat eine geile. Ja. So, ich gebe das mal schnell ab. Was haben wir denn da genau mal gesammelt? Keine Ahnung. Egal, du sagst es uns ja. Ach nee, wir sollten den finden. Guess I was wrong. Thanks anyway. I appreciate the help. Alter, hier gibt's voll viele Errungenschaften. Alle 5 Minuten wird da unten eine Errungenschaft angezeigt. Das ist ja krass. Ah, die Waffe war nämlich kaputt. Ich muss mal meine Waffen reparieren, die halten halt nichts. Das ist immer blöd, ne? Das dauert, glaube ich, noch. Mit was reparierst du die? Mit Geld oder mit so Schrottteile? Gute Frage. Oh, ich habe eine LP4000 Batterie genommen. Ah, mit Dollar rennt man die. Ah, aber Upgrade. Dann halt, wenn ich jetzt hier eine Batterie gefunden habe, dann geht die Taschenlampe ja doch nur mit Batterie, oder? Was? Heißt das Batterie oder Batterie? Batterie. Bakterie. Auslaugend. Auslaugend ist aber schlecht, oder? Was? Auslaugend. Keine Ahnung. Lauge. Achso, warte mal. Reparieren muss ich das. Auslaugend. Dafür kann ich jetzt auch mein Geld verwenden. Dann gucken wir doch mal auf der Karte, was wir denn als nächstes machen. Mhm. Such Maggie. Besorge Fackeln von den Wracks an der Küste, das würde ich sagen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber das können wir machen. Marco, dein Vater ist aber gekommen. Gekommen.
Ja, was soll ich sagen? Bierlastwagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.